Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Halloween Event Video. Wir stehen hier immer noch in Houston in Texas oder bei Houston in Texas. Sind noch insgesamt 4 Fahrten, die ich zu erledigen habe. Wir schauen einfach mal bei den ersten Aufträgen natürlich, wo es hingeht. Sieht aus nach New Mexico. Okay, ja. Einmal quer durch Texas. Wunderbar, dann sehe ich auch ein bisschen Texas. Auch wenn es wieder Nacht wird. Ich bin überlegen. Schlafen wir einfach nochmal, damit wir bei Tag durchfahren? Ja, würde ich sagen. Oder mal abwechselnd zu einer Tagesfahrt. Dann würde ich sagen, fahren wir nach Las Cruces in New Mexico. 857 Minuten, genau, Meilen. Ja. Wahnsinn, Delhard wäre sogar fast das nächste. Also es ist gerade zum Glück nicht ganz so lange Weitstrecken. Wobei das ja nicht wirklich heißt, dass es ein kurzes Video wird. Das wird ja auch wieder so um die 1 Stunde 20 circa lang oder 1 Stunde plus minus ein bisschen. Von Texas habe ich jedoch selber nicht so viel mitbekommen. Das heißt, dadurch, wenn ich schon die Möglichkeit habe und hier bin, dann würde ich natürlich auch ein bisschen was sehen, ne? Licht war noch gar nicht an. Ups. Fahren die beide für Ölfirma mäßig? Okay. Würde ich mal behaupten, sieht zumindest so aus. Geknackt werden muss nicht, wir sind sogar direkt fast bei der Ladestelle. Wo kommen wir hier raus? Nur hier links, alles klar. Wobei es auch. Ah ne, wir sind hier reingekommen. Das heißt, wir fahren einfach mal hier raus. Hier sind wir hier reingekommen. Turn left. Wieder mal bei Walbert. Interessant, wie die KI wieder reinspawnt. Und einmal wieder ein bisschen ausbremst. Ja, wahrscheinlich relativ nah hier dran. Ne? Der zweite, ja gut. Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Vor allem, wenn der erste Slot belegt ist. Mir fällt gerade ein, ich werde heute wieder ein paar mehr Videos aufnehmen, deswegen. Ist mir gerade eingefallen, morgen ist ja der letzte Tag, wo ich eine Halloween-Fahrt fahre. Dieses Jahr zumindest. Weil Personal Event Goal ist ja durch. Ich bin schon wieder hier durchgefahren, bevor ich das andere hier ein bisschen aufdecken wollte. Ich sag, morgen ist der letzte Tag, weil dann bin ich am Morgen durch, mit der letzten Fahrt morgen. Und morgen ist das Video wieder auch ein bisschen länger, je nachdem wie die Fahrt ist. Klar, muss ich ein bisschen angepasst haben. Da ich morgen wieder arbeiten muss. Allerdings ist erst nur abends. Dementsprechend muss ich halt trotzdem ein bisschen schauen, dass ich halt trotzdem noch mit einberechnet, dass ich ja zum einen dann halt so gesehen das Ganze abschließe im auf World of Trucks. Komm.
Und zum anderen, dass ich ja dann, je nachdem wie mein Level halt so ist, ne, dem Level entsprechend, was ich nach dem Event dann durch habe, dass ich den Cascade ja dementsprechend ja anpassen wollte, was Tuning oder ja, was das Tuning betrifft. Sei es Motor, Getriebe, Karosserie, whatever. Und dasselbe wollte ich auch mit dem Lone Star machen. Mit dem International. Der in der Garage gerade noch ein bisschen verstaubt, deswegen würde das Ganze ja ein wenig länger werden. Beziehungsweise auch noch mal ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Stay left and then exit left. Exit left. Meine Güte. Lasst mich doch einfach raus. Aber ich schätze mal, bei dem Cascadia wird da nicht ganz so viel Geld verbraten werden. Also ich weiß nicht, Cascadia vielleicht 20.000 oder so. Der ist ja schon relativ weit getuned. Beim International könnte ich mir vorstellen, dass es so an die 150.000 geht vielleicht. Aber auch nur grob geraten. Wo sind wir jetzt hier nochmal? Ah, immer noch bei Houston, okay. Ja, gibt Sinn. Wir sind ja durch Houston durchgefahren. Wir fahren nochmal bei der Skyline vorbei. Diesmal dann auch bei Nacht. Uns links halten. Ich weiß ja auch, wo wir uns rechts einsortieren sollen. Stay right. Ah, weil es nicht ganz geradeaus geht, sondern Richtung San Antonio. Und nicht Victoria. Ich habe im Übrigen auch fast alle Videos. Also wir haben jetzt ja gerade Samstag. Ich wollte ja eigentlich alle Videos vom Mittwoch, nee, vom Donnerstag, die ich aufgenommen habe, wollte ich eigentlich schon fertig haben, also fertig bearbeitet und hochgeladen und so. Habe ich nicht ganz geschafft. Zumindest was das Bearbeiten und Rendern betrifft, ist ein Video noch ausstehend. Aber zum Morgen wird das mindestens, also das sowieso, stay left, nicht ganz so left, okay, weiter ist einfach, ja, wir halten uns nach San Antonio. Genau, also ein Video ist quasi noch ausstehend, zwei Videos müssen noch hochgeladen werden, also quasi das, was noch gerendert werden muss und das davor. Und dann kommen halt noch die drei genau, kommen auch die drei dazu von heute. Denke mal, mindestens zwei werde ich schaffen. Vier bezweifle ich, weil es ist je nachdem, wie das Ganze noch wird, so von den anderen Videos. Aber ich rechne damit, dass ich so Pi mal Daumen für die vier Videos circa, boah, mindestens 6 Stunden brauchen, die zu brennen dann. Von daher wird das, glaube ich, vielleicht schaffe ich drei. Drei könnte, klingt eigentlich noch recht plausibel, würde ich sagen. So, wenn ich um 8 aufhöre, ungefähr schätzungsweise mit aufnehmen, also ja, mit aufnehmen, muss ich dann circa fertig sein, hoffe ich mal. So, von der Zeit her wären es gerade 15:30 Uhr.
Dazu kommen wir halt auch kurz einkaufen und so, aber I guess das ist im Bereich des Machbaren ist. Viele Baustellen, gefällt mir, oder viele Fahranfängungen. Da wären wir schon wieder, da würde ich schon wieder hier zu dem kommen, dass ich es... Was ich halt auch cool finden würde, so vom, ne, so wenn hier beispielsweise in der Realität, gehen wir mal davon aus, die Baustelle ist in der Realität jetzt fertig geworden, dass man dann ein World of Schwachs Event macht, damit dann das ganze Kreuz hier dann auch im Game angepasst wird, so. Das würde ich ja schon fühlen. Bitte nicht bei der Waage raus, danke. Nice. Oder ob ich vielleicht das im einzelnen Video mache? Ne, ich glaube, das mache ich schon mal in der Folge. Im letzten Video das zu machen und nicht nochmal ein extra Video dazu zu machen. Es ist halt auch wirklich so, glaube ich. Muss ich nochmal gleich kurz nachschauen, aber ich glaube, es ist halt wirklich so, das ist halt wirklich meine letzte Fahrt dann. Das war, ich glaube, danach gar nicht mehr eine andere Möglichkeit. In Halloween zu fahren, nach morgen. Ne, genau, stimmt, ja. Ich habe erst wieder frei am 15. und am 15. ist das Event jetzt zu Ende. Erst morgen ist halt auch für mich die letzte Möglichkeit, nicht nur die letzte Phase, sondern auch die letzte Möglichkeit, das abzuschließen. Es ist halt echt auf dem letzten Drücker, also Punktlandung quasi. Kann man ja schon fast anders sagen. Also enger ging es halt wirklich nicht. Überlegen, wie lange. Ich glaube. Mal schauen, vielleicht. Also ich denke mal. Ich muss gerade mal gucken. Wenn man beim Denken wieder was anderes sagt, ne? Oder was sagt man, wenn vom Denken abgelenkt wird? Heute ist ja Samstag, das heißt dann Montag und dann kommen noch die vier. Ja, gut. Bisschen Puffer habe ich glaube, was das ist, habe ich es ja richtig gesehen. Ich muss Mittwoch wieder nicht arbeiten. Ja, Mittwoch muss ich nicht arbeiten. Heute das, morgen dann noch zwei, das heißt Sonntag und Montag und dann die vier, dann ist es bis Donnerstag. Ja, gut, dann sollte es eigentlich sogar so sein, dass ich einen fließenden Übergang habe, dass ich sogar noch einen Puffer habe und dass eigentlich jeden Tag dann das erste Mal wiederkommt. Ich habe sogar zwei Tage Pufferzeit für das, dass ich dann bei ETS 2 weitermache. Also da kann ich eigentlich, ich glaube, es sollte genügend Zeit sein, dass ich mich ein bisschen, dass ich im Voraus auch schon das alles
sowohl gerendert als auch hochgeladen bekomme von Euro Truck Simulator 2. Da sind ja auch ein paar Fahrten, die ausstehend sind. Oh, erster Aufenthalt in Austin. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann lasst doch gerne ein Like auf dem Video da, und wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Oh, die Skyline von Austin, nice. I like it. Auch wenn ich nichts sehe. Stay left. Also nicht weiter Richtung San Antonio. Wir müssen uns wieder nach was anderem orientieren. 600 Meilen noch. Ein Einrutsch schaffen wir es nicht ganz. Es ist im Grunde genommen so wie... War das nicht sogar so wie... Nee. Ich glaube, wie die Fahrt nach... Boah. Ich glaube, nach Moab war das ja, glaube ich, so, oder? Wo ich auch so ganz kurz vor knapp nochmal nicht hinhauen musste, oder war es bei Houston? Auf jeden Fall haben wir jetzt, glaube ich, eigentlich nur eine Fahrt komplett von der Interstate. Oh, über Interstates und Freeways. Nach New Mexico, nach Las Cruces. Ich glaube, das ist jetzt komplett in einem Rutsch. Also eigentlich dürfte diese Fahrt auf alle Fälle unseren Durchschnitt, was die Geschwindigkeit betrifft, eigentlich hochpushen. Oder auch nicht. Ich habe es gerade noch angesprochen. Ich habe es einfach gejinxt. Ich hab's einfach nur gejinxt. Und wieder auch auf 65. 75 kommen wir nicht. Sieht aber richtig geil aus hier. Das Telefon zu einem Freeway, aber gut. Bisschen runter, aber zurück bleiben wir bei relativ schnellen 60 Miles per Hour. Auch ernsthaft von der State Police abgebremst, ausgebremst. Okay, vorne runter auf 50. Ich gehe runter auf 35. Aber es geht auch safe noch runter. Geht doch safe noch runter.
Ja, auf 0, um genau zu sein. Ich möchte einen Viewpoint mit. Ah, nee, einmal. Irgendwann werde ich bestimmt nochmal die ganzen Viewpoints abgrasen müssen, wie ich sehe es. Schon kommen. Hätte aber auch ein bisschen was so, ne? Dass man quasi von Viewpoint zu Viewpoint quasi sich so die Routen oder die Aufträge holt. Da war ja was. Kriegen wir die Ampel? Ich weiß es nicht. Wobei die eigentlich auch schon eine ziemlich lange Rotphase hatte, also glaube ich schon, ja, passt. Knapp, aber passt. Ja, wahrscheinlich hier. Wo ich bin von? Gedacht, machen wir dann mal ein andermal. Das killt uns ja auch gerade echt wirklich, ne? Also. So was sie. Hey, es biegt doch ab, da kommt nichts. Mein Gott. Wir bleiben hier noch stehen. Na komm, gib Gas. Bitte biegt nicht ab. Ja, huiuiui. Hoch auf 50 wieder. Ich hoffe, das war's. Das ist jetzt erstmal gewesen. Wir können wieder Geschwindigkeit aufbauen. Sieht aber gerade ganz gut aus. Zumindest bis da vorne. Dann wird es wieder langsamer werden. Safe Call. Mit den Kühen auf der Weide. Da auch noch mal. Also alleine schon wegen den Frachten, die man hier alles fahren kann. Die neu sind, die ich bisher noch nicht gefahren bin, in den letzten zwei DLCs mindestens. Allein deswegen würde ich schon fast sagen, dass mit den Achievements halt schon echt Sinn macht. Zu fahren und nicht einfach so nebenbei zufällig aufzuploppen. Einfach ein bisschen was erleben. Bevor Kansas rauskommt und dann wieder was Neues zu erleben gibt. Was dann zu dem Zeitpunkt dann, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ich habe auch das Wort nicht wirklich gehabt, was ich bauen wollte. Ich wollte nur darauf hinaus, dann gibt es ja was zu erleben mit dem Ziel, weil World of Trucks. Also dann ist es ja quasi, ne? Zwei Fliegen mit einer Klatsche und so. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Es liegt mir nicht mal so richtig auf der Zunge, sondern eher so halb. Aber nicht, weil es ausgespuckt wurde, sondern weil es verschluckt wurde. Aber er ist dann mit 80 kommen wir nicht durch. Also 80, also die ganzen Speed Limits, die höher sind als 65. Oder als, eigentlich als 55, weil, und nicht als 60. Ich glaube, Arizona war ja mit 60 oder so, irgendwas in der Gegend und Kalifornien mit 55, aber ja, alles was höher ist als 65
Miles per Hour, da werden wir die Höchstgeschwindigkeit nicht ausfahren können. Nicht mit Bulldog Schwachs aufträgen, sprich das ganze ausfahrende Potenzial. Oder das Potenzial auszufahren, das geht halt erst dann wieder in der Staffel. Ich bin mir eigentlich auch schon fast sicher, dass da irgendwas mit dem Monster broken sein wird und Staffel 4 und 3 von ETS 2 und von ATS in der Reihenfolge, dass die Staffeln halt einfach nicht vorgesetzt werden können, weil es halt, ne, komplett gebroken ist, zu viel Zeit ins Land verstrichen ist. Ah gut, dann ist es halt so. Dann gibt es halt, gibt es halt was Neues. Aber ich werde das dann, glaube ich, auch wirklich, wenn allein wegen den Eventwochen werde ich das dann, glaube ich, halt echt zeitversetzt machen, dass ich irgendwie... mindestens zwei Folgen Unterschied haben werde. Weil ansonsten, also, ne, wenn ich zeitgleich anfange mit Folge 1 mit der neuen Staffel, dann gibt es zeitgleich eine Eventwoche. Das ist dann halt auch schon wieder echt, wäre dann schon echt broken. Dann würde ich dann auch lieber eine Woche dazwischen Zeit frei haben. Aber Eventwochen wird es dann auch wieder geben. Mit so einem Eventwochen-Teaser-Trailer. Im Idealfall dann auch irgendwie, dass der Event-Teaser-Trailer dann eine Woche vorher kommt. Muss ich aber echt gut im Voraus schon anfangen aufzunehmen. Aber prinzipiell habe ich ja eigentlich sogar dafür die Grundlage und die Zeit für. Denn es ist ja prinzipiell gerade kein, oder es wäre dann ja gar nicht so der Zeitdruck wieder, na, wie das. Dann doch lieber smart an die Sache rangehen und alles mehr vorbereiten. Beide muss ich mir noch mal mehr Gedanken machen, weil. Das stimmt ja, wobei, wenn ich ein bisschen früher das mit der Abstimmung mache. So. 4 Wochen vorher. Dann passt das ja. Oh, ich sehe gerade mit diesem Auftrag knacken wir die 100 Millionen. Ja. Ich hab's schon wieder getan. Knacken wir die 1 Million. Ich glaube, die habe ich nur einmal geknackt. In Staffel 2? Also, wenn ich sie überhaupt mal geknackt habe, glaube ich in Staffel 2. Weil ich glaube, Staffel 2 wäre ja die längste.
Aber das weiß ich auch nicht mehr gerade. Ich glaube, das wäre das erste Mal mit 1 Million. Also, ich weiß nicht, ob ich es schon mal in der Staffel erreicht habe. Außerhalb von Staffel 2 von ETS. Das war ja halt, glaube ich, echt schon über 100 Folgen lang. Also, da hätte ich es halt wirklich erreichen können. Ich finde es schön hier, so diese karge Landschaft. Hat was. Das hat echt was. 400 Meilen noch. Ja, Dinge schaffen wirst dich rechtzeitig. Es war mal knapper, jetzt aber nicht mehr. Ich glaube, es war die Ortsdurchfahrt, die da so richtig reingekickt hat. Gut, da war halt das Tempo, damit die ausfahren können. Dadurch ziehen sich die Folgen ja sowieso schon künstlich. Automatisch. Künstlich und automatisch. Aber hey, da haben wir zumindest einen Tagesfuck erstmal hinter uns. Wieder. Dann ist es mir auch jetzt wieder mehr oder weniger egal, ob nächsten Fahrten jetzt Nachtfahrten sind. Ich frage mich ja gerade, ob Kansas ist natürlich noch auf Carving Soon, das gibt noch kein Release-Datum. Aber ich frage mich, ob sie mit Kansas das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Also ich denke mal schon, also es macht ja schon Sinn, Monat haben sie noch Zeit dafür. Also potenziell gesehen könnte es, bevor das Weihnachts-World of Trucks Event beginnt, eine Woche vorher oder so könnte es sein, dass es dann das Dings gibt, dass dann Kansas DLC rauskommt. Oder das Kansas DLC kommt am 21. oder so raus. Aber ich rechne eigentlich doch, also ich weiß halt nicht, wie weit sie sind, ne? Also, aber ich denke mal, dass zumindest das Ziel ist, das im neuen Jahr, in diesem Jahr noch zu machen, im Dezember, wenn man das Weihnachtsgeschäft mitnehmen kann. Also Griechenland wird es nicht geben. Da gibt es ja gerade erstmal den Reveal-Trailer. Und noch, da wurde erst wirklich angekündigt, so gesehen, was als nächstes Map-DLC kommt. Aber wir haben ja schon Kansas und so angekündigt mit Wishlist und dies, das, Ananas. Also ich denke mal, das kommt noch in diesem Jahr. Oder ist zumindest angesetzt dafür. Ob es halt kommt, ist eine andere Frage, aber es wäre, glaube ich, schon sinniger, das dann dieses Jahr zu bringen. Wenn es fertig ist. Ich will auch noch mal so ein bisschen überlegen, weil ich meine, mit dem letzten Grand Gift Delivery Event war das ja auch so, dass das halt klar, ne, in beiden Spielen ist, also in ATS und ETS 2, aber ich meine auch, erst auch mal in Fall Stockton, dass 9 von 30 schon, dass das halt gekoppelt ist, so, ne, also dass quasi man, insgesamt 30 Aufträge fahren muss, aber diese 30 Aufträge sowohl in ETS 2 als auch in ATS fahren konnte.
ja, je nachdem, wie das so ist, mache ich es vielleicht bei beiden Games, dass ich dann die 30 fahre, also die angegebene verknüpfte Zahl. Aber mal schauen, das wäre halt schon, also wenn das wirklich 30 ist, dann wäre das halt schon, also ne, ja. 60 ist dann schon eine Menge. Vor allem, das wären dann halt auch locker 60 Stunden ja, 16 Stunden Videos. Also insgesamt über 60 Stunden plus Videomaterial, die dann draußen sind. Also wahrscheinlich eher so in Richtung 80 Stunden. Aber ich glaube, das wird dann sich eher darauf hinauslaufen, dass ich dann 15-15 machen muss. Weil allein zeitlich so würde das halt nichts werden. Also es könnte halt höchstens, könnte was werden, wenn ich 2 Wochen Urlaub habe. Wenn ich täglich 4 machen würde, dann würde es schon klappen, aber das Material muss ich noch am selben Tag dann fertig weggerendert bekommen. Und ja, ich sehe es nicht wirklich. Selbst wenn ich es nur an 7 Tagen dann machen würde. 7 Tage 4 Stück, dann habe ich halt gerade mal die Hälfte so, ne? Habe ich gerade mal 30. Ja, gut, das ist gut, dann würde ich es nicht mit 14 Tagen schaffen. Also ja, werde ich dann sehen müssen. Schauen wir einfach mal, wie es bis dahin ist. Das sind also Dinge, die ich hineinkalkulieren muss. Ich ja schon langsam mal so ein bisschen anfangen anzugucken, was so an Blogposts kam von Kansas. Was einer so Neues erwartet. Ab Richtung Dallas. Haben wir auch so durch Dallas, durch das Dallas aufdecken? Wir werden sehen. Aber ich glaube nicht. War ja, glaube ich, Dallas Next Exit, ne? Ja, nach El Paso. Richtung El Paso. Okay, die Fahrt. Und direkt, wenn wir in New Mexico sind, sind wir schon in Las Cruces. Fahren wir noch mal hin. Voltischen. Alles klar, nach Voltischen. Auch von Montana und von, ich glaube, von Oregon und so habe ich noch einige Sachen. Von Washington an Achievements, die ich noch abschließen muss. Also sowohl muss als auch will. Da frage ich mich ja, warum man nicht den Felsen, der man ja scheinbar hier aufgesprengt hat,
Warum man den nicht einfach links oder rechts, ja gut, links oder rechts erweitert hat, um die Interstate. Ja, um die Interstate, um quasi nicht noch einen weiteren Dings aufzumachen. Aber okay. Who knows? Wahrscheinlich war es so, dass es dieser Abschnitt, wo wir gerade draußen waren, der andere, dass der halt irgendwie einspurig quasi befahren wurde vorher. Und man den Verkehr nicht aufhalten wollte. Und deswegen quasi so das getan hat. Er ist auf dem alten Van Horn. Oder Van Horn. Probably. Wir werden müde. Das, ja, die Zeit, sie ist gekommen. Da wird schon El Paso kommen, ne? Vor El Paso pennen, ich denke mal, oder? Schauen wir mal. Gut, das ist, wir sind noch nicht mal bei El Paso. Doch, wir sind dann bei El Paso. Also, wir sind schon mal das Große. Also, ja, doch, würde ich sagen, haben wir uns hier schon mal aufs Ohr. Das sind es ja auch nur noch so Pi mal Daumen nach 140 Meilen. Ist halt echt nicht mehr weit, bis das Große ist. Dann dürften wir bei Nacht dann ankommen, ne? Also, das wäre ja auch ein bisschen ugly. Dann Voltischen, ich habe das Gefühl, dass es eine. Ja. Eine enge Absatzstelle werden wird vom Stellplatz her. Was haben wir hier? Okay. Mountain Time Zone. Mountain Daytime. Schon mal ein etwas längerer Zug, oder? Waren jetzt ja, glaube ich, 8 Waggons circa. Hab ich jetzt nicht gezielt, aber war halt doch schon etwas länger. Glaube ich jetzt die Rest Area. Ja. Rest Area next right. Gehen wir runter auf 45. Get ready to turn left. Ich verstehe. Boah, das hätten wir auch nicht. Also, wir hätten auch kurz nach El Paso reinfahren können und so, ne? So ist sie nicht, aber. LKW ist nicht da. Schön auch mit den. Tippizelten. Halten wir hinter, wie ist das Power? Und schlafen. Hallo? Morgens, da kommen wir eigentlich gegen 4 Uhr dann an, ne? Dürfte 4 Uhr sein. Was ja auch cool wäre,
wenn man bei solchen Events, wie jetzt beispielsweise bei dem Hordomin-Event, wenn man dann zumindest den Trader Pain Job bekommen würde als Belohnung, dass man den dann weiter nutzen kann, so dann ist der, wäre der der na, dann wäre der 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 Event Pain Pain Job, die Event Lackierung wäre dann quasi nicht so ein temporäres Ding und wäre danach in Anführungszeichen verloren. Gut, ich gehe mal davon aus, dass einige Modder dann halt das übernehmen quasi oder halt ja extrahieren und dann als Mods dann irgendwie bereitstellen. Aber es wäre halt schon nice so als Belohnung, ne? Für halt für die Leute, die dann quasi dran teilgenommen haben. Mehr als nur quasi so ein Accessoire und ein was war das nochmal? Ja, quasi ein Achievement, ein Emblem. Erster Aufwand in El Paso bei World of Flux. Ich weiß nicht, vielleicht würden dann auch ein paar mehr Leute dann auch irgendwie die Events mitnehmen, so. Könnte ich mir vorstellen, aber wäre zumindest ein Ansporn für mich halt so, ne, weil dann hat man auch was, quasi ein Ziel so wirklich, ne. Man hat was davon. Stay left. Hundert Meilen noch. Hier über die. Ich habe einen beleuchteten Körper. Ich habe gerade an eine andere Beleuchtung gedacht. Was heißt deswegen sagen wollen? Dafür müssen wir es weiter links halten. Ich nehme mich danach wieder aufs Ohr haue, einfach so, auch wenn ich es prinzipiell nicht muss. Aber weil es nicht so relevant ist, aber ich bin nach dem Überlegen. Mal schauen, auf alle Fälle auf dem Rastplatz. Rastplatz. Auf dem Rastplatz werde ich auf alle Fälle nochmal fahren und dann die Fahrt beenden. Oder die Folge beenden, was ihr sagt. Nee, weiter links halten. Wir wollen nicht nach El Paso da auch noch rein. Oh, wir können schneller fahren. Wieder mal nicht aufgepasst, wieder mal nicht mitbekommen. Mal schauen, wo uns dann von Las Cruces geht, ne? Ob es dann Richtung Washington geht, ob es Richtung Oklahoma geht, oder ob es wieder nach Texas geht. Ich bin gespannt. Wohin die Reise gehen wird. Jetzt können wir uns aber rechts halten. Angeblich, ich bleibe aber nochmal links. Denn es sieht für mich nicht so aus, als ob wir uns rechts halten. Ja. Es war unnötig und ich glaube,
weitestgehend kann man sich auch viel an den an der Farbemarkierung so ein bisschen orientieren, was solche Abfahren betrifft. Anthony. 33 Meilen noch, also wir sind gleich in. Wir erreichen gleich New Mexico. Boah, kurz vor der Kurs ist es ja, also müsste jetzt eigentlich passieren. Auch da haben wir wieder einen Viewpoint. Jetzt kann ich aber wieder rechts rüber. Ja, muss ich sogar. Also ich hätte auch links bleiben können und so, aber wir erreichen New Mexico. Aber ich halte mich lieber rechts, weil you never know, ob das Tempolimit sich noch erhöht. Und wir müssen ja sowieso rechts raus. Und wir sind ja gleich da. Wollte ich schon. Boah. Riesig gerade nicht, was für eine Abladestelle das ist. Oder sein könnte. Passt doch, alles gut. Kurve habe ich bekommen. Ich sollte mich lieber links halten. Und dann sind wir auch schon gleich da. Kann man hier in der Nähe pennen? Ja und nein. Ich habe auch noch eine Werkstatt. Sollten wir zur Werkstatt, haben wir die 5% Hürde überschritten? Ja, definitiv. Dann fahren wir zur Werkstatt und pennen das bei der Werkstatt. Stay left and then turn left. Turn left. Mal ein bisschen mehr aus, muss ich wahrscheinlich einen Bohrscheibe nehmen. Oh nee, nicht ganz. Hat gepasst. Das beschleunigen wir noch, obwohl es gleich eigentlich hier runter geht. War jetzt sogar noch nicht ein bisschen zu früh gewesen. Ein bisschen voreilig gewesen. Da kommt nichts. Wir auch rüberrollen. Warum halten wir nichts kommen, ne? In diesem Fall. Get ready to turn right. Caution. Please mind the speed limit. Ja, ist mir auch aufgefallen. Turn right. Sind wir schon bei voltischen Motors. Ja, ich bin mir... Ja, ich glaube, ja. Nee, ich weiß gerade nicht. Ich glaube nämlich... machen wir es mal so.
Ich glaube nämlich, wir sollten eher von der anderen Seite kommen. Komme ich so weit rum? Okay, never mind. Ich dachte, der Abladepunkt ist dort. Müsste ja nicht angezeigt werden, ne? Weil es sah so aus, als ob er hier ist. Ich fahre mal hier rum. Ansonsten muss ich nochmal eine Ehrenrunde drehen. Weiß, ich glaube, ich muss nochmal eine Ehrenrunde drehen und von einer Seite die besser kommen. Wenn dem so wäre, aber ich muss sowieso nochmal eine Ehrenrunde drehen. Kriegen wir es hin? Bisschen Offroad und so, aber ja. Armen Reifen von Trailer und so, aber dann wissen sie zumindest, was sie getan haben. Sollte passen. Und dann haben wir mal die Fracht hier in das Großes ab. Ausgezeichnet, Halloween Streets von Houston nach Las Cruces geliefert. Gefahrenstrecke 862 Meilen. Das Ganze hat 60 Minuten gedauert und da geht die Switch aus mit der Uhrzeit. Das war ich insgesamt 136 Gallonen verbraucht. Aufgrund mal. Das war der 125. ATS World of Trucks Auftrag. Es gab dafür fast ein Level. $65.700 gab es dafür. Und 1750 Erfahrungspunkte. Dann fahren wir nochmal eben fix zur Werkstatt. Reparieren und fahren gegenüber zur Tanke tanken. Nun war es das auch. Und da haben wir 1 Million. Meine, okay. Das ist aber auch neu, dass dann das in kleinen 1 Million steht und nicht irgendwie das genauer. So eine ganz kleine Zahl ist ja schon ein bisschen. Bisschen meh. Ist aber auch neu, ne? Also neu, neu, relativ neu, aber ich weiß die. Ne? Ich weiß es halt nicht, weil ich glaube ich. Turn left. Das halt ich halt nie erreicht habe, aber ich meine, dass es zumindest eine sehr, sehr, sehr lange Zeit so war, dass auch soll ich denn hier lang? Der andere Weg wäre doch kürzer gewesen. Egal. Dass es da viele Profile gab, also viele 100% Profile, wo man halt, ne, 100.000, aber auch die 100 Millionen waren halt ausgedingst und nicht so, wie es jetzt ist. Aber gut. Dann weiß ich jetzt auch, wie es aussieht. 1 Million. Zu haben. 2023. In ATS oder ETS 2.
Mal kurz auf die Interstate und dann haben wir es auch. Kann ich mal kurz in der Zwischenzeit kurz das Handy anfangen auszuladen. Dann dürfen wir zumindest mal einen kurzer Zeit sogar bei 75 mal wendig fahren. Oder auch nicht. Stay right and then exit right. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Exit right. Okay, ich kann einfach schneller fahren. Bobtail. Ich komme nicht in den Genuss auf 75. Wie schade. Das wäre halt echt die einzige Zeit, wo ich mal ein bisschen das ausfahren kann, wenn ich Bobtail fahre. Aber gut. Stay right and then exit right. War dafür nicht ganz so schnell runtergehen. Stay right and then turn right. Turn right. Denn wir wollen ja nicht zu sehr in Stellung kommen. So sieht's aus. Dann reparieren wir mal den Truck. Für ein bisschen Kröten. Wir haben 16.000 mehr als 1 Million. Die einzige Möglichkeit ist noch zu sehen. Nicht im Navi. $5. Das sind wieder Preise hier. Teurer Texas. Ah ne, wir sind in New Mexico. Never mind. Also ja, ich denke mal, ich werde mir wieder so hauen. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.